Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 3. Ja, ich begrüße dich ganz recht herzlich und heute mal wieder woanders. Denn ich habe mich dazu entschlossen, umzuziehen und zwar endgültig nach Isla Paradiso. Denn das gefällt mir einfach vom, ja, kann man sagen, Ambiente. Es gefällt mir vom Ambiente einfach am besten. Und deswegen habe ich mich entschlossen, meine Familie zu packen und ja, hier hinzuziehen, denn es ist hier einfach wunderschön grün, blau, herrlich, urlaubsparadiesisch, einfach schön, wie der Name schon sagt, Isla Paradiso eben. Und ich habe meine Familie gepackt und wähle sie jetzt aus. Und jetzt geht es nämlich direkt ab für uns in ein neues Häuschen. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was es hier so gibt. Das ist zum Beispiel schon mal ein Boot. Du bist auf einem Boot. Ein intelligentes Hausboot für nicht so intelligente Leute. Ja, dann passt das auf keinen. Oh, nein, stopp. Das wollten wir nicht kaufen. Das hätte ich schon fast gekauft. Da wäre schon fast wieder passiert. Der erste Fail. So, was ist denn das hier? Mikasa. Ein Schlafzimmer. Wir brauchen ja mindestens zwei Schlafzimmer. Das wäre ja schon mal schön. Ein Schlafzimmer. Gibt es ja nur ein Schlafzimmer? Zwei Schlafzimmer. Junggesellenbude. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Haben wir sonst noch irgendwo was, was ich jetzt übersehen habe? Das habe ich, glaube ich, gesehen, ne? Ja. Das habe ich auch gerade gesehen. Ja gut, dann, warte. Mal einmal gucken, wie die aussieht. Oh, auch schön, ne? Aber nur ein Schlafzimmer. Dieses gemütliche Haus ist ideal für einen alleinstehenden Sim oder ein frisch verheiratetes Paar. Ja, das ist auch schön, aber leider zu klein für uns. Wie sieht das denn aus? Das sieht aber blöd aus, oder? Ach komm, wir sind vorher mit einem Zimmer ausgekommen, dann kommen wir auch jetzt mit einem Zimmer aus. Ich würde sagen, wir kaufen das hier direkt möbliert und dann ziehen wir da nämlich ein, denn das hat mir bis jetzt am allerbesten gefallen. Und dann gucken wir uns das mal genauer an, wie das denn jetzt genau aussieht. Und ja, hier in Isla Paradiso haben wir einfach mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel auch das mit den Hausbooten, das machen wir aber zum späteren Zeitpunkt. Außerdem gibt es hier, wie ihr seht, ja, so Hotels. Hier gibt es Hotels, dann sind wir ja hier auch in der Nähe der Stadt, ist auch nicht schlecht. Unser Arbeitsplatz ist auch verfügbar. Ben, sein Arbeitsplatz auch, gut. Und hier ist auch nochmal so eine, ja, ne, kann man halt Urlaub machen im eigenen Land quasi. So, dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Ja, okay. Okay, komme ich jetzt irgendwie nicht mehr runter? Tutorial verlassen, ja. Verlassen. Brauchen kein Tutorial. So, dann gucken wir uns mal unsere neue Hütte an. Wie sieht's denn aus? Der Ausblick gefällt mir schon mal bombastisch. Der ist schon mal nicht von schlechten Eltern. Unsere kleinen süßen Hundis und Babykatzis sind natürlich auch mitgekommen. Und dann gucken wir uns jetzt mal eben das Haus an. Ich will immer nach hier oben gehen, wegen Sims 4. Ach ja, das ist doch eigentlich ganz nett, oder? Ja. Das gefällt mir ganz gut. Dann gucken wir mal oben. Auch schön. Ja, ich finde das ganz schön eigentlich. Oh ja, das gefällt mir sogar sehr gut. Dann müssen wir nur mal eben das Bett hier verkaufen und dafür zwei Einzelbetten kaufen. Denn die beiden können ja nicht zusammen in einem Bettchen schlafen. Also mal eben gucken. Nehmen wir einmal das. Und einmal, ach komm, nehmen wir das nochmal, das sieht am besten aus irgendwie. So, und die Lampe stellen wir mal ein bisschen weiter. Mittig auf den Tisch, damit das auch ein bisschen besser aussieht. Der kommt ein bisschen hier rüber und dann haben wir hier auch genügend Platz. So gefällt mir das. Und dann müssen wir jetzt eben noch einen Katzenbaum und Näpfchen holen für unsere beiden Süßen. Hier ist schon mal so ein Billignapf. Den können wir schon mal hier hinstellen, oder? Steht der da im Weg? Ach komm, den stellen wir einfach hier in die Ecke. Das stört ja niemanden. Und dann natürlich noch so ein Tierbettchen. Das darf natürlich nicht fehlen. Und einen Kratzbaum. Den stellen wir direkt mal daneben. Und hier so eine Spielzeugkiste. Die stellen wir auch mal hier hin. Und natürlich ein Katzenklo, das dürfen wir nicht vergessen. Denn die Mietz, die muss ja irgendwie auf Katzenklo kommen. Und da ist das irgendwie jetzt total zugestellt. Ich glaube, oh ne, nach oben können wir es auch nicht stellen. Ach komm, das stellen wir einfach mal nach draußen.
Das stört es, glaube ich, am allerwenigsten. Guck mal, wir haben sogar einen richtig schnieken Garten, du. Also jetzt läuft's hier im Luxus. So, und dann drücken wir mal auf Start. Und dann sind wir auch schon angekommen. Ja, Isla Paradiso, bla bla bla. Okay, das wissen wir alles. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon da. So, die beiden wollten sich ja sowieso mal wieder ein bisschen anfreunden. Das können wir jetzt nämlich auch mal machen. Freundet euch mal ein bisschen an hier. Erzählt ihr mal einen schönen Witz. Mach mal ein paar Grimassen. Und dann mal ein bisschen freundlich hier über Medizin reden. Das wird sie auf jeden Fall interessieren. Und da müssen wir nämlich auch gucken, wann wir heute arbeiten müssen. Du musst heute nicht arbeiten und du musst heute auch nicht arbeiten. Du musst allerdings noch Logik lernen. Ja, das haben wir jetzt natürlich nicht mehr, das Logikbrett, sag ich mal. Da müssen wir dann gucken, ob wir dann irgendwie mal in die Stadt kommen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal direkt. Ah, die Hundis, die müssen wir mal eben noch reintragen. Tier hochnehmen. Mach das mal bitte. Wo ist denn jetzt die Katzi? Tier hochnehmen, genau. Machen wir jetzt mal eben, damit wir die hier hochtragen können, denn die sind ja noch so klein und kommen leider die Treppen noch nicht hoch. Deswegen müssen wir das für die beiden erledigen, aber das ist kein Problem, das machen wir natürlich gerne. Und deswegen tragen wir die beiden mal eben ganz schnell hoch. Na, ich wollte nicht auf Pause drücken. Genau, und dann kannst du sie hier mal absetzen. Tier hier absetzen, genau. Und du kriegst es gerade nicht auf die Reihe, den Hund hochzuheben. Hallo. Aha. Will der jetzt nicht hochgenommen werden, oder was? Oh. Okay, dann muss Ben das machen. Ben, heb mal bitte einmal hier den Hund hoch. Das wäre sehr reizend, wenn du das mal eben tun könntest. Und dann kannst du nämlich in der Zeit schon mal hier den Napf füllen, denn den brauchen wir ja. So, und dann kannst du das Tier hier auch absetzen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal los ins Städtchen. Und zwar gehen wir mal hier in den Park, denn ich glaube, da ist bestimmt auch, wie heißt es? Da ist doch bestimmt auch ein Dingens zu sehen, ein Schachbrett. Dann können wir da nämlich mal ein bisschen üben. Und ja, dann haben wir das nämlich auch. Jetzt will ich mal eben fotografieren hier unser neues Heim. Guck mal, wie schön es aussieht. Einfach nur herrlich, oder? Hier möchte doch jeder gerne. Hallo. So, herrlich. Sieht sehr schön aus. Möchte ich auch gerne wohnen. So, und Ben, der Gute, der kann jetzt mal eben... Was möchte er denn? Bis zur Ermüdung trainieren, das ist gut, denn der kann jetzt mal eben ins Fitnessstudio spazieren. Und zwar befindet sich das hier. Kannst du mal besuchen gehen, bitte? Oh Gott, was passiert? Was passiert? Irgendwas Gutes ist passiert, hat sich auf jeden Fall so angehört. So, und jetzt gucken wir mal, ob es hier irgendwo ein Schachbrett gibt. Da! Ich hab's gewusst, hier gibt's Schachbretter. Und dann können wir hier nämlich mal Schach üben. Und du bist gerade auf dem Weg zum Fitnessstudio. Das ist sehr gut. Ist das das Fitnessstudio? Nee, aber das ist das Fitnessstudio. Auch sehr schick. Dann gehen wir da mal rein. Oh ja, das gefällt mir aber auch gut. Sehr, sehr schönes Ambiente. Hier würde ich auch gerne leben. So, und dann kannst du mal nämlich hier an den Laufbändern trainieren, glaube ich, oder? Oder möchtest du lieber hier dran trainieren? Ich weiß nicht. Sind das Garagentore, die hier drin haben? Tatsächlich. Auch nicht schlecht, kann man schön lüften, ne? Naja. So, dann trainier mal, mein Guter, denn das musst du sowieso noch mal davon abschadet, das sowieso nicht. Athletik ist zwar hervorragend zurzeit, aber... Kann ja nie schaden, wenn du da noch ein bisschen mehr tust, als du musst. Denn guck mal hier, das ist so ganz da. Alfonso Alto. Hallo Alfonso. Lincoln. So. Ja, auf jeden Fall finde ich hier die Stadt an sich eigentlich sehr schön, denn es sieht ja einfach sehr urlaubsparadiesisch aus und das gefällt mir einfach mega gut. Außerdem können wir ja auch mal zum Strand fahren. Das können wir jetzt gleich auch mal eben machen mit der guten Vivi. Dann fahren wir nämlich mal los. Das sind so Sachen, die vermisse ich sehr in Sims 4 momentan noch. Ich hoffe, das kommt noch. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall noch irgendwann
irgendwann wird es wahrscheinlich auch der Fall sein, dass es dann auch kommt. Und dann werden wir wahrscheinlich alle, die vorher über Sims 4 gemeckert haben, werden es lieben. Aber ja, mal schauen. Im Moment ist halt noch nicht so viel, aber das wird alles noch nachgereicht. Ist ja noch in den Kinderschuhen, sag ich mal. Und ich denke, da wird noch einiges auf uns zukommen und dann wird Sims 4 wahrscheinlich, denke ich mal, 10-mal besser als Sims 3 werden. Hoffe ich jedenfalls. Glückwunsch, Ben hat für die Fähigkeit Athletik soeben Level 5 erreicht. Höher, schneller, weiter. Wenn Ben weiter so fleißig ist, wird er noch eine wahre Sportskanone. Ben kann sich nun überwinden, noch ein wenig länger zu trainieren, aber Vorsicht, wenn die Muskeln einmal sauer sind, machen sie nicht mehr mit. Das stimmt, dann kommt der böse Muskelkater. So, und Vivi ist jetzt auch gleich soweit, aber ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zum Strand. Genug für heute. Und dann fahren wir nämlich mal, genau, hier ist nämlich ein schöner Strand, dann fahren wir mal hier hin. Und da sie ja letztens auch mit dem Schnorcheln so schön angefangen hatte, finde ich, können wir das jetzt hier auch viel besser fortführen. Und dann können wir nämlich demnächst auch mal hier tauchen gehen, denn das ist ja in Sims 3 möglich. Ich weiß nicht, viele von euch kennen ja Sims 3 auch gar nicht oder haben Sims 3 gar nicht gespielt. Hier in Sims 3 ist es auf jeden Fall möglich, im Meer auch tauchen zu gehen und dann ja, unter Wasser so ein bisschen zu agieren und vielleicht auch eine Meerjungfrau zu treffen oder selbst eine zu werden. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Deswegen sollten wir auf jeden Fall mit Vivi ein bisschen das Tauchen lernen, beziehungsweise erstmal schnorcheln und dann das Tauchen. Und ich glaube, dann wird es richtig Spaß machen. So, dann gehen wir los zum Strand. Ach, ist das nicht schön hier? Herrlich. Ich würde auch gern hier leben. Ich würde sagen, wir legen uns erstmal hier so ein bisschen in die Sonne, oder? Hier entspannen, genau. Wir chillen uns jetzt erstmal hier ein bisschen in die Sonne, wie wir das auch in echten Leben machen würden. Herrlich, so auf dem Strand hoch. Ist das schön. Können wir mal ein bisschen uns bräunen. Da hinten kommt das Bötchen angefahren. So ein Boot hole ich mir auf jeden Fall auch noch. Kommt dann drauf an, wenn ich ein schönes Haus am Strand habe irgendwann. Wir machen mal Musik an. Yay, richtig cool. Ich würde gerne mit dir tauschen jetzt. Was ist denn da hinten? Genau, mal drehen. Ach, so schön. Komm, wir stellen auch mal ein Schirmchen auf, damit wir nicht verbrennen. Guckt euch das an, ist das nicht schön? Ich finde es herrlich. So, und jetzt zur Abkühlung aber mal eine Runde hier schwimmen, würde ich sagen. Dann hör mal auf, dich zu entspannen, junges Fräulein. Und geh mal ein bisschen ab ins Wasser mit dir. Genau, renn schnell rein. Ach, das Wasser ist auch so schön türkisblau, ne? Herrlich. Da will man wirklich gerne tauschen. Aber ich hoffe, der Sommer kommt hier nach Deutschland auch nochmal. Irgendwann, wenn wir das nochmal erleben. Aber ich denke, das wird schon. Ey, das war schon. Windsurfen gehen, cool. Das machen wir auf jeden Fall auch mal. Was hast du? Abkühlen. Manchmal ist es so heiß. Ja, das machen wir gerade. Das können wir uns auch mal speichern. Die man Freundschaft schließen, können wir uns auch mal speichern. So, dann geh mal Windsurfen, meine Gute. Das will ich jetzt nämlich unbedingt mal sehen. Das kannst du natürlich mit Klamotten machen. Das kannst du aber auch lassen. So. Dann surf mal im Wind. Jetzt bin ich gespannt. Ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern, wie das immer war. Hallo? Da. Tatsächlich. Cool. Oh Mann, ist das geil. Das sind so Sachen, die habe ich bei Sims 3 halt mega vermisst. Bei Sims 4 vermisse ich die mega. Und deswegen freue ich mich natürlich, Sims 3 mal wieder zu spielen. Weil es ist schon cool gemacht irgendwie teilweise. Jetzt flegelt sie da hinten. Herrlich. Auf dem türkisblauen Meer. Das ist einfach nur schön. Nee, gefällt mir sehr gut, muss ich wirklich sagen. Ich freue mich, dass ich jetzt nach Isla Paradiso auf jeden Fall die bessere Wahl. Ich weiß gar nicht, warum ich mich überhaupt erst für Hidden Springs entschieden habe. Aber jetzt im Nachhinein muss ich wirklich sagen, gefällt mir diese Stadt doch 10-mal besser als die andere. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch hier so gefällt. Also ich finde es spitzenmäher klasse. Und ja, hi. Ist okay, würde ich sagen. Und jetzt gucken wir mal eben, was will sie jetzt?
Ein Wakeboard und Windsurfbrett, ja, das können wir uns auf jeden Fall mal überlegen, dass wir dir vielleicht so ein Surfbrett kaufen. Wenn dir das so Spaß macht, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Und du freundest dich hier gerade mit wem an? Wer ist denn das? Theodor Medina. Medina. Theodor Medina. Spanier. La Cucaracha, La Cucaracha. Achso, jetzt ist sie wieder abgestiegen und jetzt? Oh Gott. Jetzt ist sie aber hier ganz schön am Arsch der Welt, ne? Ich würde sagen, wir gehen mal wieder nach Hause. Bis dahin schwimmen. Ich glaube, da nimmt sie sich ein Taxi, habe ich mir gedacht. Denn hier gibt es ja auch diese coolen Wassertaxis, diese coolen Boote. Die fahren einen dann wieder zum Land. Ich glaube, das ganze Stück jetzt noch da irgendwo hinschwimmen, das hätte zu lange gedauert. Deswegen ist das ganz gut. So. Dann mal ab nach Hause und mal gucken, was die Tieris machen. Und du kannst jetzt, glaube ich, auch mal nach Hause kommen, oder? Ja. Du kommst jetzt auch mal nach Hause, jetzt fängt es ja auch noch an zu regnen. Der sollte mal besser aus dem Pool rauskommen, weil man weiß ja nie bei dem Regen. Jetzt könnte auch Gewitter kommen. So, dann ab nach Hause mit euch, ihr Süßen. Du bist, glaube ich, schon zu Hause. Nee, noch nicht ganz. Aber in wenigen Minutes. So. Ist ja nicht schon wieder passiert. Achso, sie hat sich über irgendwas gefragt. Ja, da sind wir wieder zu Hause. Und jetzt können wir mal eben... Die muss nämlich mal dringend pipi. Das kannst du mal eben machen. Und dann kannst du ins Bettchen gehen. Denn ich glaube, du musst morgen arbeiten, oder? Hm? Ja, du musst morgen arbeiten und du musst auch morgen arbeiten. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir beide jetzt mal schnell ins Bettchen. Ach, sie muss gar nicht pipi, sie hat Hunger. Ja gut, das ist natürlich was anderes. Dann ess mal noch schnell was, Ben. Und dann kannst du hier noch pinkeln gehen und dann kannst du auch ins Bettchen gehen. Extrem schlafen, er muss mal alles extrem machen. Ja gut, du kriegst dann halt jetzt nichts mehr zu essen. Du musst dann halt morgen früh was essen. Und unsere Mizi, die ist schon am Schlafen. Guck mal, die ist so gut getarnt in dem Körbchen, sieht man kaum. Und der Hundi, der sitzt da und weiß nicht, was er tun soll. Ey! Hat jemand unseren Tisch kaputt gekratzt? Unglaublich. Naja. Guck mal, wie schön. Also so möchte ich auch mal irgendwann aus dem Fenster gucken und dann sowas sehen. Herrlich, oder? Wenn ich hier wohnen würde... Ach. Ich wäre glücklich. Ja gut, das war's dann auch schon wieder mit der Folge Sims 3. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Nachher kommt noch eine Folge Sims 4. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr Isla Paradiso findet und ob ihr es genauso wie ich 10-mal besser findet als in Hidden Springs. Würde mich mal interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis demnächst. Ciao.